Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe ja beim letzten Mal Barbies Gesicht mit Silikon abgeformt und dann da Gips reingegossen. Und dabei ist dieses Gipsgesicht entstanden. Ich habe schon ein bisschen weiße Finger, weil das, wenn man das anfasst, doch noch ein bisschen abfärbt. Und ihr erinnert euch vielleicht daran, dass mir die Nase abgebrochen war. Die habe ich jetzt einfach mit Sekundenkleber angeklebt. Sieht nicht ganz so schön aus, aber besser als vorher. Vorher war einfach die Nase komplett abgebrochen. Und dieses Gesicht möchte ich jetzt heute bemalen. Und zum Bemalen habe ich jetzt einfach mal alle möglichen Filzstifte rangeholt, die ich so habe. Ich glaube, die sind alle noch ein bisschen zu dick. Man bräuchte einen ganz, ganz dünnen Stift, um die Augen zum Beispiel malen zu können. Vielleicht versuche ich es auch mal mit einem Bleistift. Und ja, ich werde einfach mal versuchen, die jetzt anzumalen. Ich könnte mir vorstellen, dass das beim ersten Mal jetzt noch nicht so gut klappt. Aber nach und nach werde ich hoffentlich dann ein wunderschönes Barbie-Gesicht malen können. Ja, ihr könnt dabei sein und los geht's. So, mein Barbie-Gipsgesicht ist jetzt fertig. Ich habe ja vorhin schon vorher gesagt, vielleicht muss ich noch ein bisschen üben. Die Filzstifte waren auch echt ein bisschen zu dick, aber ich finde eigentlich, so schlimm ist es gar nicht geworden. Natürlich nochmal das richtige Gesicht daneben. Die ist schon um einiges hübscher. Aber es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, das zu bemalen. Also da könnte ich mir vorstellen, noch ein paar weitere zu bemalen und mir vielleicht ein paar schöne Schminkdesigns für Barbie auszudenken. Vielleicht finde ich ja bis dahin auch noch einen besseren Filzstift, vielleicht einen Feinliner. Vielleicht habt ihr ja auch noch Tipps, mit was man Gips gut bemalen kann. Dann gerne unten in die Kommentare schreiben und schreibt mal, wie ihr die Barbie findet. Die Hautfarbe passt nicht so richtig und die Haare sind auch ein bisschen zu gelb geworden. Die Augen müssten auf jeden Fall etwas dünner gemalt werden. Aber ich finde, man erkennt sie. Was sagt ihr dazu? Wenn euch das Video gefallen hat, wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schaut sonst auch unsere anderen Videos. Schaut das Video, wo ich den Gipsabdruck von Barbies Gesicht gemacht habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!